Menschsein. Was heißt es, ein Mensch zu sein? Wie kannst du dein Menschsein gut gestalten? Was ist das Typische des Menschseins? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Im Yoga sagen wir, du bist das unsterbliche Selbst, Atman, eins mit der Weltenseele, Brahman. Du bist nicht wirklich hauptsächlich Mensch. Und eine der Ziele des Lebens, eine der Ziele des Menschseins ist es, aus dem Menschsein herauszukommen. Du bist kein Mensch, du hast einen menschlichen Körper. Du bist kein Mensch, du hast eine menschliche Psyche. Menschsein heißt also weniger, dass du Mensch bist, sondern es heißt, dass du als unsterbliches Selbst dich ausdrückst durch Körper und Psyche. Menschsein heißt, einen menschlichen Körper zu haben. Du hast einen menschlichen Körper. Du hast Hände, um etwas zu tun. Du hast Füße, um dich durch die Welt zu bewegen. Du hast einen Mund, um zu sprechen. Du hast Augen, die dreidimensional sehen können. Du hast Ohren, die Sprache wahrnehmen können. Du hast ein Gehirn, welches all das wahrnehmen können. Menschsein heißt also, einen menschlichen Körper zu haben, und der menschliche Körper prägt das, was du tun kannst. Im Sanskrit sprechen wir dort von den Karma-Indriyas, die Handlungsorgane. Und Menschsein heißt, dass du Sinne hast, die prägen, welche Wahrnehmungen du hast. Hunde können besser riechen als der Mensch, Adler können besser sehen. Dann gibt es Fische, die haben ein besseres Gleichgewichtsorgan und so weiter. Menschsein heißt, bestimmte Sinne und Handlungsinstrumente zu haben. Menschsein heißt auch, bestimmte Nahrung zu dir nehmen zu können. Du könntest sagen, als Mensch ist besonders geeignet vegetarische Nahrung. Die Biologie sagt zwar, der Mensch ist Omnivore, also Allesfresser. Er kann durchaus Fleisch essen, er kann Pflanzennahrung essen. Der Mensch kann ein sehr breites Spektrum von Nahrung essen. Es gibt andere Tierarten, zum Beispiel der Koala-Bär, die brauchen, oder der Panda-Bär, die haben ein sehr viel engeres Nahrungsangebot, das sie verdauen können. Der Mensch hat ein breiteres. Aber der Mensch lebt am gesundesten, und das kommt mit dem Menschsein zusammen, wenn er vegetarisch lebt, vielleicht sogar vegan lebt. Zum Menschsein physisch gehört auch dazu, dass er einen Körper hat, der des Trainings bedarf. Der Mensch ist ein relativ unfertiges Lebewesen, wenn es auf die Welt kommt, und der Mensch kann verschiedene Fähigkeiten trainieren, und das gilt nicht nur körperlich. Aber manche Tiere kommen auf die Welt relativ fertig. Zum Beispiel kann ein Fohlen, also das Baby von einem Pferd, relativ schnell aufstehen und durch die Gegend gehen. Es muss es nicht lernen. Das menschliche Baby muss es lernen zu gehen, und es dauert etwas. Der Mensch kann dann auch unterschiedliche Fähigkeiten trainieren. Er kann lernen, Auto zu fahren, er kann verlernen, lesen und schreiben, er kann nähen lernen, er kann Gewicht heben lernen, er kann Fußball spielen, er kann Klimmzüge machen und so weiter. Zum Menschsein gehört dazu, dass er einen Körper hat, der trainierbar ist. Es gibt andere Tiere, zum Beispiel Faultiere, die bewegen sich tagelang nichts und ihre Muskeln schwinden nicht. Der Mensch dagegen, wenn er ein paar Tage im Bett liegt, erlebt einen großen Muskelschwund. Und so gehört zum Menschsein dazu, dass du deinen Körper auch trainieren musst. Ansonsten verliert er die Fähigkeiten. Ja, das sind jetzt nur einige Aspekte des Menschseins. Natürlich zum Menschsein gehört auch dazu, dass du bestimmte Schlafgewohnheiten brauchst, dass du eine gewisse Zeit schlafen musst, dass es gut ist, dich zu regenerieren. Der Körper braucht Aktivität, er braucht auch Regeneration. Der Körper hat einen Sympathikus und Parasympathikus. Vieles, was auch Tiere haben, aber der Mensch hat auch die Fähigkeit, bewusst sich zu entspannen. Menschsein heißt, Emotionen zu haben, aber sie auch regulieren zu können. Mensch hat Emotionen, so wie Tiere. Mensch kann ärgerlich sein, ängstlich sein.
Mensch kann Mitgefühl haben, Mensch kann einen anderen besonders lieben, der Mensch kann innere Unruhe haben, er kann fröhlich beschwingt sein, er kann neidisch sein, sich ekeln und so weiter. All das sind Emotionen, die auch Tiere haben können. Der Mensch hat die besondere Fähigkeit, seine Emotionen steuern zu können. Der Mensch kann zum Beispiel merken, ich bin kurz davor, in Panik zu geraten, und er könnte sagen, stopp. Er könnte sagen, ich will jetzt nicht in Panik sein. Er kann anhalten und zum Beispiel tief mit dem Bauch ein- und ausatmen. Er könnte sich auch zwingen, ruhig zu bleiben, selbst wenn die inneren Emotionen da sind. Er könnte aber auch überlegen, woran könnte ich denken, wie kann ich mich ablenken, was kann ich tun. Zum Menschsein gehören also Emotionalität und Gefühle, aber eben auch die Fähigkeit, davon nicht beherrscht zu sein, sie zu beherrschen und eben auch sie zu ändern. Menschsein heißt, Wünsche haben zu können, Instinkte zu haben, aber sie regulieren zu können. Der Mensch hat sexuelle Wünsche, der Mensch hat Wünsche nach bezüglich Essen, der Mensch hat auch Wünsche, die angeboren sind und erworbene Wünsche. So wie ein Tier auch. Nur der Mensch hat die besondere Fähigkeit, und das gehört zum Menschsein dazu, diese Emotionen und Gefühle und Wünsche zu regulieren. Wenn du also einen Wunsch hast, einen Instinkt hast, zum Beispiel über einen anderen Menschen herzufallen, dann kannst du das regulieren. Und wenn du den Wunsch hast, jetzt nach Hause zu gehen und zu schlafen, es ist aber erst 13 Uhr und deine Arbeit geht bis 16 Uhr, dann kannst du das beherrschen und weiter bei der Arbeit bleiben. Menschsein heißt also auch die Fähigkeit zur Selbstregulation. Menschsein ist die Fähigkeit, logisch zu denken, vernünftig zu sein. Menschsein heißt eben auch, logisch zu denken, Vernunft walten zu lassen, zu überlegen, was sinnvoll ist. Es gibt die höhere Vernunft, die fragt, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Und diese höhere Vernunft kann dann die Grundlage sein, Körper und Psyche zu beherrschen, das Leben zu gestalten. Menschsein kann heißen, sein Leben an einem höheren Sinn auszurichten und auf dieser Basis Gutes zu tun, Gutes zu bewirken. Menschsein heißt dann aber auch praktische Vernunft, das heißt, an diesen Zielen etwas auszurichten. Wenn du zum Beispiel Vorgesetzter werden willst, beruflichen Aufstieg haben willst, und dann kannst du überlegen, um jetzt diesen Aufstieg zu erreichen, was wäre gut. Und darauf richtest du eben dein Handeln aus. Also Menschsein heißt zum einen, die Sinnfrage zu stellen. Menschsein heißt, Ziele zu haben. Menschsein heißt, sein Leben auf diese Ziele auszurichten. Manche gestalten ihr Menschsein hier bewusst, manche weniger bewusst. Menschsein heißt, mit anderen zusammen zu sein. Menschsein heißt, eben auch mit in einer Gruppe Zusammengehörigkeit zu haben. Aristoteles hat mal gesagt, der Mensch ist Zoon, Politikon, Ekon. Zoon ein Lebewesen, Politikon heißt gesellig und Ekon vernunftbegabt. Der Mensch ist ein geselliges Wesen. Und manche sagen, was den Menschen in besonderem Maße auszeichnet, ist die Kooperationsfähigkeit mit anderen. Menschsein heißt, sich in andere hineinzuversetzen. Menschsein heißt die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuwirken. Menschsein heißt, mit anderen zusammen Großes zu bewirken. Jemand hat mal gesagt, die größte Leistung des Menschen ist es, große Organisationen zu entwickeln, die Großes bewirken können. Der Mensch hat Bewässerungskanäle schaffen können vor einigen tausend Jahren. Er hat große Landwirtschaft in Betrieb nehmen können. Er konnte große Staaten aufbauen. Heutzutage Internetunternehmen weltweit tätig, deshalb kannst du mich jetzt gerade hören. Und natürlich Yoga-Organisationen, Yoga-Gemeinschaften, Yoga-Verbände, die auch viele Menschen zusammenbringen können. Menschsein heißt, mit einigen Menschen enge Kontakte zu haben, mit mehr Menschen gewisse Kontakte zu haben,
in großen Gruppen zusammenwirken zu können. Menschsein heißt aber auch, Mitgefühl zu haben, sich für andere aufzuopfern, für andere da zu sein. Menschsein heißt, spirituell zu sein. Mensch ist auch ein spirituelles Wesen. Mensch fragt sich, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Menschsein heißt auch, diese tieferen Fragen von einem tieferen Standpunkt aus anzugehen und letztlich sich der spirituellen Suche zu stellen. Menschsein heißt, langfristig aus dem Menschsein herauszukommen und nicht erst im Moment des Todes. Yoga sagt, ich hatte es zu Anfang des Vortrages gesagt, du bist nicht der Körper, du bist nicht die Psyche. Menschsein heißt letztlich, spirituell zu praktizieren, um herauszufinden, ich bin nicht beschränkt auf Menschsein. Ich bin das unsterbliche Selbst, eins mit der Weltenseele, ewig und unendlich. Mehr Informationen über Mensch findest du auf unserer Seite wiki.yoga-vidya.de/mensch. Dort findest du auch einige Artikel von spirituellen Meistern, die mehr darüber sagen, was es heißt, Mensch zu sein.